Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Meet the Crew, in der ich Ihnen die Gesichter hinter Easybill vorstellen darf. In dieser Reihe habe ich schon mit Kollegen aus dem Support gesprochen, ich habe schon mit einem Entwickler gesprochen und heute lernen wir Marcel kennen. Marcel ist bei uns im Partnermanagement und wird uns gleich ein bisschen über sich selbst erzählen, aber auch darüber, was es denn mit dem Partnermanagement auf sich hat und warum die Zusammenarbeit mit Partnern für uns so spannend und so wichtig ist. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit für uns nehmen konnte. Hallo Marcel. Ich grüße dich, Benjamin. Hi. Hi. Marcel, fangen wir doch mal an. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon bei uns im Team? Ich bin am 1.7.2020 dem Team beigetreten und das wäre dann nächsten Monat tatsächlich mein drittes Jahr. Oh, das ist ja schon gar nicht mal so wenig. Wir haben ja durchaus einige Mitarbeiter, die schon lange am Start sind und mit 3 Jahren gehörst du da ja auf jeden Fall mittlerweile auch dazu. In den 3 Jahren, die du hier bei uns bist, du hast ja nicht von Anfang an das Partnermanagement betreut, die du es jetzt machst. Wie war denn der Start und wie ging es dann für dich weiter? Ich hatte ganz salopp im Support gestartet. Die Einarbeitungszeit war ungefähr 6 Monate. Dann wurde ich auf die ersten Kunden losgelassen. Das war ganz spannend, weil ich nicht unbedingt aus der Telefonsparte kam. Das war dann so den ersten Kunden am Telefon und dann wusste man ja auch nicht, was er frägt. Und dann hat man sich so langsam weiterentwickelt, würde ich sagen. Und von dem ganzen Feedback, das wir von Kunden erhalten haben, dann auch der Head of Support, hat es sich dann einfach ergeben, ne, dass die Unternehmen mich als sehr, sehr freundlich und sehr zugewandt professionell wahrgenommen hatten, dass wir dann gesagt hatten, hey, lass uns doch einfach mal probieren, ob ich oder wie ich ins Partnermanagement reinpasse. Ja, und seitdem mache ich das seit 2023 tatsächlich. Super. Das Partnermanagement so als grundsätzliches Thema, warum ist denn für uns bei Easybill diese Zusammenarbeit mit Partnern überhaupt wichtig? Also warum schauen wir überhaupt, dass wir hier Partnerschaften schließen? Wo sind da die Vorteile und welchen Nutzen haben wir, aber auch Partner und die Kunden dann wiederum davon? Ja, also wenn man sich mal grundsätzlich besinnt auf wie alle großen Dinge bei uns entstanden sind, kann man sagen, dass alles immer daraus entstanden ist, dass man miteinander gesprochen hat, miteinander kooperiert hat, dass man einfach Menschen hatte, die verschiedene Stärken reingebracht haben. Und das ist auch heute im Partnerschaftsmanagement, glaube ich, gar nicht viel anders. Ja. Wir haben eine unglaublich schnelllebige Zeit heutzutage. Ja. Es verändert sich sehr viel, es ist sehr schwer, immer am Ball zu bleiben. Und irgendwann fängt man einfach an, sich zu fokussieren auf Themen, die einem gut liegen, die einem Spaß machen. Und Partner ergänzen das auch einfach. Ne? Also man kann Partner nach Meinungen fragen, vielleicht auch die nach rechtlichen Hintergründen zum Beispiel. Ne? Wir arbeiten ja sowohl mit Integrationspartnern wie Get My Invoice zusammen, ne? Oder auch mit ganz vielen Steuerberatungen, wo man, wenn man sich unsicher ist, auch immer mal anrufen kann und fragen kann, hey, hättet ihr vielleicht mal einen Tipp für mich? Und das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, dass man immer jemanden hat, an den man sich wenden kann. Und wie geht ihr das Ganze an? Also wie sehen da die Aufgaben, das tägliche Geschäft im Partnermanagement so aus? Ja, ganz unterschiedlich. Also es besteht natürlich viel da drin, einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten, sich auszutauschen, den Partner abzuholen über Neuerungen, aber dann halt auch Aktionen zu planen, ne? Abstimmungen mit dem Marketing, Listings auf Partnerseiten zu realisieren und forcieren, genau, Webinare aufzustellen, ne? Um den Kunden einfach eine neue Perspektive zu geben oder einen Mehrwert zu bieten, den wir vielleicht jetzt nicht so forcieren, ja, den aber der Partner gut rüberbringen kann, ne? Oder beibringen kann. Und wahrscheinlich auch immer den Kontakt da aufrecht zu erhalten, ne? Dass man sich gegenseitig immer so mal abholt, was gibt's da Neues, was gibt's bei uns, bei denen Neues, um halt dann auch da halt diese Verbindung, wirklich eine Partnerschaft auch aufrechterhalten zu können. Ne? Genau.
Man lernt ja damit auch unglaublich viel, ne? Also man kriegt ja gegebenenfalls auch viele Ideen für das eigene Produkt, ja, die man mitnehmen kann, ja, was insgesamt vom Feeling auch unglaublich schön ist, ne? Weil man dann auch eine ganze Synergie spürt, ne? Also man hat ganz viele Unternehmen, ja, die im Prinzip alle ein gleiches Ziel verfolgen. Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Warum würdest du Unternehmen jetzt grundsätzlich mal empfehlen, überhaupt EasyBill einzusetzen? Weil das ist ja sicherlich auch was im Gespräch mit Partnern aufkommt, warum vielleicht deren Kunden oder deren Geschäftspartner dann EasyBill einsetzen sollten. Was spricht da besonders für unsere Lösung? Ja, EasyBill ist ein bisschen anders als viele andere Unternehmen, die man vielleicht kennt, ja, die eine feste Roadmap haben, die ein klares Ziel haben und von dem auch nicht abweichen, ja. EasyBill ist eine Software, die sich viel oder mitunter an seinen Kunden entwickelt oder mit seinen Kunden entwickelt, an deren Bedürfnissen. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil man dann den Kunden auch einfach auf einer ganz anderen Augenhöhe begegnet. Man nimmt daraus auch viel für sich selber mit, ja, oder vielleicht auch für andere Kunden, die ähnliche Situationen haben, ja. Also ich habe das ganz, ganz häufig, ja, dass man mal mit einem Unternehmen einen Lösungsweg erarbeitet hat, ja, den ich dann auch einfach anderen Unternehmen bereitstellen kann. Und dann auch einfach Feedback geben, ja, dass ihnen das so sehr viel Zeit spart, ja, dass sie ihre Zeit viel sinnvoller nutzen können. Und deswegen glaube ich, ist EasyBill wirklich gute Wahl für jeden, der viel Herzblut in sein Business steckt. Und abschließend jetzt noch als jemand, der jetzt, wie du sagst, schon 3 Jahre bei uns an Bord ist und das Unternehmen entsprechend auch jetzt aus Mitarbeitersicht gut kennt, warum würdest du potenziellen Mitarbeitern empfehlen, wenn die jetzt überlegen, soll ich mich mal bei EasyBill bewerben oder nicht, warum ja, sollten die Bewerbung losschicken und unser Team verstärken? Ja, durch unsere sehr offene Unternehmenskultur schafft EasyBill viel Raum für freies Arbeiten, was ich unglaublich schätzenswert finde, was einem viel Platz gibt, sich selber zu entfalten, seine eigenen Stärken besser kennenzulernen und vielleicht auch besser zu nutzen. Und gerade hier so die Entwicklungsmöglichkeiten sind unglaublich stark. Also ich habe ja im Support ganz regulär angefangen, ja, und sich dann einfach in einem Partnermanagement hoch zu arbeiten oder viele andere Bereiche kennenzulernen, hat mich schon immer interessiert und finde ich einen unglaublich coolen Schritt von EasyBill. Genau. Ansonsten haben wir auch ein unglaublich engagiertes Team, ja, also wir synergieren insgesamt auch sehr gut, ja, wir Stimmt tauschen uns definitiv. aus, wir diskutieren, ja, und hier ist auch jeder frei, seine Meinung zu sagen, was man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr in jedem Unternehmen hat. Genau. Absolut. Das kann ich so auch nur unterstreichen. Ja, Marcel, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten das Partnermanagement ja, Ihnen ein bisschen näher bringen, damit Sie verstehen, warum machen wir eigentlich diese Partnerschaften. Einen Link zu einer Übersicht unserer Partner habe ich Ihnen übrigens in die Videobeschreibung mal mit reingesetzt. Und ja, wenn Sie jetzt auch aus Ihrer Sicht sagen, eine Partnerschaft mit EasyBill könnte ich mir auch gut vorstellen, da sehe ich Synergien, dann ist, denke ich, hier der Marcel genau der richtige Ansprechpartner. Einfach mal auf easybill.de/partner gehen, da ist alles Wissenswerte zu sehen und wir würden uns freuen, dann von Ihnen zu hören.